begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? So, nachdem jetzt meine Kopfhörer irgendwie den Geist aufgeben beim Formel 1, bin ich jetzt auf Kopfhörer von House of Mali umgestiegen. Wenn dann hier gar nichts mehr, wir fahren sofort hinaus. Wir machen fliegenden Start. Von House of Mali, Kopfhörer, da ist aber auch nur eine Seite ganz, also verstehe ich auch nicht. Ach du Scheiße, das ist ja verrückt. Habe ich also auch nur auf einer Seite theoretisch. Und Platz 17 soll man in der Quali erreichen. Das wird, glaube ich, machbar sein. Also, ich habe Lust, heute aufzunehmen und ich muss mir morgen neue Kopfhörer. Ich weiß nicht, die machen nur Probleme bei Formel 1. Hier ist irgendwas mit meinem Lenkrad defekt ist. Kann ja gut möglich sein. Gut, maximal ist drinnen. So muss es sein. House of Mali sind auch richtig gute Kopfhörer, was Richtung Canyon geht. Die hier von JBL, die finde ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Scheiße. Also die Runde kann ich vergessen. Hört sich auch ganz anders an auf den Kopfhörern. Das sind In-Ears und anderen sind On-Ears, die ich hatte bis jetzt, die Logitech. Also kaputt sind sie nicht, aber irgendwas stimmt da nicht. So, 1,40 haben wir jetzt zum Anpeilen. Das ist aber der erste Platz, also ich müsste jetzt schon in 20 Sekunden da sein. Und das schaffe ich locker nicht. Scheiße. Sätze, fünfte, aber das können wir vergessen, dass ich... Wir rutschen weiter nach hinten ab, du bist auf P6 gefallen. Das ist, glaube ich, klar. Alle unseren Platz machen. In einer schnellen Runde. Wieder rausbeschleunigt, gefällt mir. Scheiße. War nicht gut, war nicht gut, war gar nicht gut. Scheiße. Die Kurve war gar nicht gut genommen. Alonso, du Scheißidiot. Jetzt hängt er hinter mir. Naja, Insekse. Ein bisschen das noch rausholen.
Aber nicht viel. Also eine Sekunde ist lange nicht mehr reinzuholen, aber... Gut. Sekunde ist verpatzt. Alles klar. Und ich hab für... Ach du Scheiße, bin ich idiotisch. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser viel zu viel Benzin drin. Da ist noch einiges rauszuholen. Aber wenn ich gerade hier Zeit verliere, trotz dass ich scheiße war in der Runde. Ah, ich fahr rein. Ich habe die traurige Nachricht, ich muss eine Maus abgeben. Und das wird wohl das Männchen sein, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Wohl fahre ich jetzt vielleicht noch einmal durch. Du bist auf P10 gefallen. P10, P17 soll ich erreichen. Auch damit zu tun, dass er bestimmt keinen Sprit drin hat. Außerdem hat er mich immer weggeknallt. Welche Zeit würde mich mal interessieren? Es ist doch nur eine fucking Sekunde drin. Ich fahre noch nicht rein. Achte. Trotzdem noch plus 2 Sekunden. Gut, nee, es reicht mir. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Wie sind die Reifen? Kann man vielleicht andere aufziehen? Ist kaum abgenutzt, das ist sehr gut. Jetzt mit dem Scheiß fahren. So, Team C17, das erreichen wir locker, denn wir kommen in die Quali 2, wenn es weiter so läuft. Gucken wir uns mal gleich einer noch an. Alle fahren mit SS-Reifen. Ich hab alte drauf. Teamkollege. Wiederhol das bitte, der Funk stört. Teamkollege. Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Dass ich scheiße bin.
Also Platz 8 bin ich eigentlich relativ zufrieden. So kann es auch bleiben. Hätte ich hier noch die Sekunde rausgeholt, hätte ich sogar noch Massa bekommen. Ach du Scheiße, ich bin Platz 9 wieder. Hier kam aber einiges. Hier kam auch noch einige raus. Stück nicht mal rein, dann gucken wir mal, was wir für Reifen aufziehen. Ich habe mich gerade auf jemanden schon aufgefallen, dass das alle gleich aussehen. Oh gut, der hat schwarze Haare. Ich würde mal sagen, Platz 17 werden wir wohl nicht mehr erreichen. Wir gucken uns mal die Tabelle an. Wechseln an die Reifen, machen weniger Benzin rein. Und gucken wir mal, was abholen hier. Wir gehen zuerst hier. Und zwar das hier. Wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Hier Benzin weniger. Wir brauchen 8 Runden, das ist auch schon. So. Nein, Reifenwechsel. Reifen. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,45,1. Hä? Achso, hier. Neue SS-Reifen drauf. Und mir ist scheißegal, wie alle sind. Wir machen nämlich Strecke, wir machen sofort fliegenden Start. Und wir hatten nur noch 4 Minuten, was da angezeigt wurde. Das heißt wahrscheinlich nur noch eine Runde. Vielleicht kriegen wir noch 2 Runden hin. Oh, das B2, also da muss ich wirklich gut durchfahren. Wir kriegen noch eine Runde hin. Du bist jetzt auf P7, vierte Reihe, Grid. Nice.
Scheiße. Oh, scheiße, scheiße. Es wären noch 2 Sekunden. Oh, da wäre ich fast in der ersten mit. Das regt mich gerade so richtig auf. Das regt mich gerade sowas auf. 7. Da. 1,9. Wir hätten sogar fast Erster sein können. Gut, okay. Würde ich sagen, lassen wir es mal dabei. Nächstes Mal geht es ins Qualifying 2 und mit der guten Hoffnung geht es sogar dann ins Qualifying 3. Und ich würde mal sagen, lasst einen Daumen oben, da wenn ich einen Daumen runter schreibt mir die Kommentare, ob ihr davon sehen wollt oder auch nicht. Vorproduktion Extreme wieder mal bei Formel 1, aber vielleicht nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.